Wenn Margarete Heinrichs um 7.30 Uhr ihren Dienst beginnt, weiß sie meist nicht, wann sie Feierabend hat. Ich kann natürlich nicht gehen, wenn hier ein Massenanfall an Verletzten da ist. Ne? Das kann ich ja auch mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Vor allem zu den Randzeiten, wenn Hausarztpraxen geschlossen haben, kommen viele Patienten in die Notaufnahme der Würzburger Uniklinik. Gerade kam etwa ein junger Mann mit Ausschlag und Schwellungen im ganzen Gesicht. Als Fachärztin trägt sie die Verantwortung. Jetzt muss sie eine Entscheidung treffen und klären, wer für den Mann zuständig ist. Margarete Heinrichs liebt ihren Beruf. Trotz der Verantwortung, trotz der Unplanbarkeit, trotz der Überstunden. Natürlich steht es auch uns genauso zu, für unsere Rechte und für unsere Arbeitsbedingungen auch einzutreten und auch für eine Verbesserung uns einzusetzen und da auch mal die Stimme zu erheben. Weil letztendlich profitieren ja davon vor allem auch unsere Patienten. Deshalb streikt sie heute. Sie folgt damit dem Aufruf ihrer Gewerkschaft, dem Marburger Bund. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Dass gerade Ärztinnen und Ärzte wie Sie ihr Streikrecht sonst eher selten wahrnehmen, ärgert die Kardiologin. Aufgrund der Arbeitsbelastung ist vielleicht auch manchmal zu wenig Zeit da, sich überhaupt mit der eigenen Situation zu beschäftigen oder sich zu überlegen, was könnte eigentlich besser sein. Dass es eine Gehaltserhöhung braucht, sieht auch der Arbeitgeberverband. Es brauche, Zitat, konkurrenzfähige Entgelte. Denn laut Gewerkschaft Marburger Bund verdienen Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken weniger als bei anderen Krankenhausträgern.